Immer wieder ereilt uns die Frage, warum funktioniert mein Espresso-Kocher nicht oder warum funktionieren kleine Töpfe auf meinem Induktionskochfeld nicht. Der Frage gehen wir in diesem Video nach und dabei wie immer viel Spaß. Herzlich willkommen bei Frage und Antwort von und mit Küche gut, alles gut. Ja, uns erreicht in den Kommentaren, aber auch natürlich in der Beratung oder dann nach Einbau immer wieder die Frage, warum funktioniert jetzt mein Espresso-Kocher nicht auf dem neuen Induktionskochfeld, beziehungsweise ich habe Töpfe, die nicht induktionsfähig sind und von denen möchte ich mich ungern trennen. Ja, das ganze Phänomen hat quasi zwei Gründe, zwei unterschiedliche Gründe, die schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an. Beim Espresso-Kocher haben wir ja natürlich zum einen das Thema, dass diese meistens, gerade die älteren, nicht induktionsfähig sind, weil diese ganz klassisch aus Alu gefertigt sind und das kann natürlich mit Induktion nicht funktionieren. Auch unser schöner blauer, den wir ausgewählt haben, weil wir wollen natürlich dann auch euch das praktisch zeigen und in dem durchsichtigen sieht man das natürlich dann auch schön, wie das Ganze funktioniert, ist dieser auch nicht induktionsfähig. Also brauchen wir dann eine Möglichkeit, um hier dann trotzdem die Wärme in das Gerät zu oder beziehungsweise in den Espresso-Kocher zu bringen. Ja, das ist die eine Variante, warum das Ganze nicht funktionieren kann. Jetzt habt ihr schon induktionsfähige Töpfe oder ihr habt halt einen induktionsfähigen Espresso-Kocher und das Ganze funktioniert auch nicht. Woran liegt das jetzt? Bei den klassischen Induktionszonen, wie sie wir hier in der Mitte und auf der linken Seite dieses Kochfeldes haben, ist es so, dass die klassischen Kochzonen eine Mindestabdeckung fordern. Das heißt, auf diesen Zonen wird das Ganze nicht funktionieren, weil halt der Durchmesser viel zu klein ist. Wo es gehen würde, wäre hier bei der Flex-Variante, denn die klassischen Zonen sind nochmal unterteilt. Gleiches gilt dann auch für die flexible, also für die Vollflächeninduktion. Das sind ja auch dann kleinere Spulen. Diese würden dann die kleinen Durchmesser erkennen und das betrifft jetzt nicht nur die Espresso-Kocher, sondern auch kleine Töpfe, wo dann das Ganze halt immer ein bisschen schwierig ist und das Kochfeld eine Fehlermeldung bringt. Ja, und wie können wir jetzt dem Ganzen Abhilfe schaffen? Ganz einfach, ihr könnt solche Adapterplatten käuflich erwerben. Die sind auch relativ günstig, gibt es in verschiedenen Größen und somit, ne, die sind induktionsfähig und somit kann ich dann hier das Ganze auch entsprechend nutzen. Ja, dann schalten wir das Ganze mal ein. Habt ihr ja gesehen im Intro, haben wir schon vorbereitet. Er erkennt auch sofort in unserem Fall, dass jetzt hier eine Platte steht, beziehungsweise, dass die Kochfläche genutzt werden soll. Er kennt die und dann geben wir mal hier Vollgas. Wir gehen gleich in die Boost-Funktion, damit das Ganze auch hier zügig vonstatten geht. Ja, ihr könnt das jetzt natürlich nicht riechen, denn wir haben jetzt hier schon einen wunderbaren Kaffee- bzw. Espresso-Duft. Also unserem Genuss wird jetzt gleich nichts im Wege stehen. Und wie gesagt, mit den Adapterplatten habt ihr dann die Möglichkeit, euch nicht für ein Kochfeld entscheiden zu müssen, was direkt auf euren Espresso-Kocher zugeschnitten ist, sondern ihr könnt wirklich das Kochfeld nehmen, was zu euch am besten passt, was oder für euch am interessantesten ist. Und ja, wir werden jetzt das Ganze einfach mal dahin bringen, wo es gedacht ist, nämlich in unsere Espresso-Tassen und das Ganze genießen. Ja, während wir hier den Espresso genießen, empfehle ich euch weitere Videos über den Link und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.